glaubt, ihr Speer sieht mir ziemlich kampftauglich aus. Mal sehen, ob er uns hier auch raushelfen kann. Da oben, siehst du die Schwachstelle? Ramm dort einen rein. Vertrau mir, ramm einen Speer genau da an der Schwachstelle rein. Okay, damit kann man die ganzen Stellen mittlerweile finden, die wir vorhin nicht betreten konnten. Also sprich, Blut holen, Kisten holen. Es ist gut, Freunde, alles klar. Wenn sich der eigene Bruder als dreckiger Lügner entpuppt. Bestimmt wollte er dich bloß beschützen. Das war nicht seine Entscheidung. Wenn ein Mann stirbt, hat er das Recht, es zu wissen. Nur Mut, Brock. Wir sterben alle irgendwann. Viele von uns mehr als einmal. Ach, vergessen wir es einfach. Wir müssen den Speer fertig auf die Probe stellen. Na los! Vermutlich müssen wir jetzt kreativ werden. Die Zunge ist doch ekliger als die von Brock. Leck mich doch! Überall auf, Apfelnester! Mach deinen Wurfarm bereit! Über dir, Kratos! Das Nest trifft das verflixte Nest! Schalt lieber das Nest aus, sonst wimmelt's hier bald von Augäpfeln! Hinter dir, pass auf! Andere Vorschläge, Gürteltasche? Also, es wird größer, je mehr man wegnimmt. Ist es Zeit? Denn je weiter man sich von Erlebnissen entfernt, desto größer werden sie in der Erinnerung. Nein, das ist Blödsinn, jetzt wo ich es sage. Vergiss es. Heute läuft es gut. Oh. Diese Augäpfel übernehmen die Grimme. Zeig mir, was du kannst! Achtung! Hinter dir! Feuer frei! Hinter dir! Vorsicht! Pass auf!
markiert. Schmiede passiert ist. Mit der Dame. Das erzählt ihr nicht weiter. In Ordnung? Stimmt. Also für eine kurze Zeit vielleicht? Mimir. Nein, Ordnung. Diese Armleuchter. Vielleicht schalten diese Grimmen. Nein. So, interessiert Juwel, schon mal sehr gut. So, wo ist noch ein Gegner? Ich weiß auch jetzt noch nicht. Hallo? Bruder, der Krim sitzt da ganz oben! So, ab nach unten. Ich sehe eine Abkürzung. Ja, sollen wir Brock deine Ausrüstung verbessern lassen, bevor wir gehen? Vielen herzlichen Dank, Brock. Ich hoffe nur, Sindri hat seinen Kopf noch, nachdem Brock mit ihm fertig ist. Das Eis zwischen den beiden ist im besten Fall schon dünn genug. Sind alle hin?
Passt es gerade? Odin. Ich will nur reden. Vater zu Vater. Apropos, ich war wirklich überrascht, als Atreus bei mir vor der Tür stand. Es geht ihm gut, übrigens. Und das wird auch so bleiben, sofern ich heil zurückkehre nach Asgard. In nächster Zeit. Außerdem hat unser Freund hier noch viel vom Leben zu erwarten. Fraglich. Fort mit dir und benimm dich. Neuer Speer. Ich war nie ein Freund von Brock. Aber der Zwerg hat wirklich Talent. Du willst reden. Rede. Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Ich will den Frieden genauso wie du. Vielleicht finden wir ihn gemeinsam. Er lügt. Ich weiß. Der Junge, er ist alles, was ich erwartet habe. So schlau. Nett. Ist er von dir? Anmaßend. Du hast wirklich jeden Grund, stolz zu sein. Er ist der Schlüssel zum Frieden in unserer Zeit, zur Befreiung von all dem Schicksal und der Prophezeiung. Mein Sohn ist nicht ein Schlüssel. Oh Gott, kennt ihr in deiner Heimat denn keine Metaphern? Oder er kannte. Tut mir leid, das ist unfair. Du bist nicht mehr der Gott, der du einst warst. Und jetzt kannst du das beweisen. Gib mir meinen Sohn. Oder du triffst auf den Gott, der ich mal war. Und was für ein Gott ist das, Kratos? Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Wurdest du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt, angebetet, geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessieren keine Sterblichen. Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Du fürchtest, was du garantiert niemals verstehen wirst. Ist es da ein Wunder, dass dein Junge keine Eile hat, zurückzukommen? Hör nicht auf ihn, Bruder. Er will dich doch nur verunsichern. Arroganter Mistkerl. Wagt es, hier aufzutauchen. Wenigstens hast du ihn genauso überrascht wie er dich. Guter Zeitpunkt. Was hat Grab für dich gemacht? Schön vorsichtig. Das ist Biefreis. Schildschlag, jetzt! Linke Seite, Bruder! Hinter dir! Pass auf! Pass auf! Also, was ist das für eine neue Waffe? Ein Speer. Er besitzt die Macht von Draupnir. Interessant. Kommt mit, wir können im Zug darüber reden. Aber ich mache mir Sorgen, ehrlich gesagt. Wir haben eine Waffe geschaffen, um einen Gott zu töten. Es fehlt nicht viel und du bist wieder dein altes Ich. Macht dir das Angst, noch einem brutalen Gott zu helfen? Ich habe Angst um dich, Bruder. Der Speer könnte einen Krieg auslösen. Den Krieg. Wenn dich das nicht mehr beunruhigt, hat Freya vielleicht recht. Vielleicht hatten die Riesen dich die ganze Zeit im Sinn.
Wo ist die dritte? Du musst da oben sein. Corner 1. Die dritte nicht. Wo ist die dritte? Und zwei. Dieser Dröpnir-Speer. Bist du bereit, ihn einzusetzen? Zum Schutz von Atreus. Ich bin niemandes Streiter, nur seiner. Und niemandes Gott. Das mag meine Gestalt sein. Aber nicht meine Natur. Hast du verstanden? Eine andere Meinung ist wohl kaum das Wichtigste, was ich für dieses Bündnis hinten anstelle. Solange der Plan vorsieht, Heimdall zu töten, spielt der Rest keine Rolle. Außerdem gibt's die Neuigkeit, dass Odin ahnt, was wir vorhaben. Ich wusste, ich habe Raben gehört. Verdammt! Was hat er gesagt? Lügen, Drohungen, mehr Lügen. Was hast du erwartet? Ist es eine Lüge, dass Atreus in Asgard ist? Nein, ich fürchte, das ist die Wahrheit. Dann spielt der Rest keine Rolle. Ich habe in der Nähe ein Tor gesehen, über der Bucht. Mit deinem Speer sollten wir es erreichen. Hier lang. Noch ein Berserker-Grabstein. Du weißt, was zu tun ist. Halt. Bereit machen zum Kampf. Atrebil, der Herzlose! Für König Ruth! Fall vor mir, Sieger!
gemacht werden. Und seine tollen Berserker erst recht nicht. So, ein Anhänger des falschen Königs Rolf. Laut Mimir war er für seine besondere Grausamkeit im Kampf bekannt. Harufalds Umgang mit der Klinge war präzise und er nutzte diese Fähigkeit, um das Leiden seiner Opfer zu verlängern. Anstatt sie mit einem Streich zu köpfen, zerstückelte er sie. Langsam und bedächtig. Eine abscheuliche Methode. Er wird vergessen werden. Der Berserker. Alle miteinander. Warum hast du nicht früher etwas gesagt? Bisher konnten wir nichts tun. Aber mit dem Heft sieht das anders aus. So. Thank you.